In diesem Video geht es darum, wie man eine DVD auf die Festplatte bringt. Dafür braucht man eigentlich keine Spezialprogramme, sondern es geht ganz einfach mit dem VLC-Player. Der VLC-Player ist praktisch auf jedem Computer installiert und sonst kann man das ganz einfach runterladen aus verschiedenen Quellen. Wie geht jetzt das? Ich habe jetzt die DVD in mein Laufwerk reingestellt und jetzt geht man hier auf Konvertieren und Speichern. Jetzt geht ein neues Fenster auf. Hier hat man verschiedene Möglichkeiten. Man geht dann auf Medium und hier kann man verschiedene Formate auswählen, DVD, Blu-ray, Audio-CD oder SVCD. Ich wähle jetzt das DVD oder das DVD ist schon bereits drin. Hier gibt es auch noch mehrere Optionen. Man kann hier noch Zeiten einstellen, von wo man wo irgendwo etwas kopieren möchte. Ich gehe jetzt auf Konvertieren, Speichern, klicke hier drauf und jetzt muss ich noch die Zieldatei anschreiben. Ich gehe jetzt hier auf Durchsuchen und unter meinen Dokumenten habe ich bereits schon einen Ordner gemacht. Industrielle Revolution in Großbritannien, ich öffne den und schreibe hier den Namen der DVD auf. Und dann sage ich Speichern. Und hier gehe ich dann auf Start. Und jetzt sieht man hier unten, wie VLC die Daten zuerst mal liest und dann auch direkt kopiert. Ich gehe jetzt einmal auf den Ordner, wo die Datei abgespeichert werden soll. Industrielle Revolution. Und hier hat er mir bereits die Datei aufgemacht. Man kann sie jetzt noch nicht öffnen, man muss natürlich warten, bis die ganze Datei auf den Datenträger ist. Das geht eine Weile. So, wenn die Datei dann vollständig auf dem Datenträger drauf ist, seht ihr, sieht auch das Bild anders aus. Jetzt haben wir das Anfangsbild des Filmes hier drauf, das sieht man jetzt. Und jetzt kann man eigentlich den Film starten. Ich wähle hier einmal VLC, der ist jetzt auf der Festplatte drauf. Und ganz spannend ist auch, dass er hier auch die anderen Sprachen noch mitnimmt. Wenn wir hier auf die Audiospur gehen und hier zum Beispiel auf Titel Englisch 2 stellen, dann haben wir dann die deutsche Ausgabe, also die deutsche Sprache. A revolution was underway. Stellen wir mal um. Nicht mit Pulverdampf und Barrikadengeschrei, sondern mit rotierenden Rädern. Also mit VLC geht das ganz einfach.